Für die Banken habt ihr Zaster, doch die Studis fallen durchs Raster. Nur einer von zahlreichen Sprüchen, die heute bei Studentendemos in ganz Deutschland zu lesen waren. Mehr als 200.000 meist junge Menschen gingen auf die Straße, um für ein besseres Bildungssystem zu demonstrieren. Was die Schüler und Studenten mit ihrem sogenannten Bildungsstreik konkret erreichen wollen, zeigt Andrea Dette. Der Schlachtruf des Bildungsstreiks 2009 ist lauthals zu hören, und zwar in der ganzen Republik. Allein in der Hauptstadt sind 15.000 dabei. In Hamburg gibt's den Stinkefinger für die Bildungspolitik. In München gerät gar der bayerische Kultusminister zwischen die Fronten. Die Stimmung bei Schülern und Studenten ist mächtig aufgeheizt. Wir hoffen wirklich auf eine Art Wachrütteln, auf Aufwachen. Die Studierendenzahlen haben sich verdreifacht, die Dozentenzahlen nicht einmal verdoppelt. Wir hoffen natürlich sehr, dass jetzt die Politiker nach diesen großen Protesten deutschlandweit endlich mal auf uns hören. Der Forderungskatalog, auf den die Politiker hören sollen, ist lang. Schüler und Studenten wünschen sich vor allem die Abschaffung der Studiengebühren, eine Reform der Bachelor- und Masterstudiengänge. Sie sind gegen das Turbo-Abi und das herrschende Notensystem. Bundesbildungsministerin Schawan signalisiert Dialogbereitschaft, kritisiert aber die Form des Protests. Die Instrumente, die Sie wählen, Sprüche wie Bildung statt Schule oder fingierte Banküberfälle, sind allerdings keine Einladung zum Dialog. Die Bundesbildungsministerin hat angekündigt, im Juli wird es eine Konferenz geben mit Studenten. Dann wird diskutiert und vielleicht ja auch nachgebessert. Polizei und Armee suchen im Jemen jetzt auch mit Hubschraubern verstärkt nach den 6 verschleppten Geiseln. Ein vermisstes deutsches Ehepaar mit 3 kleinen Kindern stammt offenbar aus dem sächsischen Bautzen. Unterdessen ist zumindest eine der beiden getöteten deutschen Frauen zweifelsfrei identifiziert worden. Es handelt sich um eine Bibelschülerin aus Niedersachsen. Gedrückte Stimmung in Wettmershagen, Niedersachsen. Noch vor 2 Wochen haben die jungen Frauen hier gelebt. Hier ist eine ganz große Trauer. Fassungslosigkeit, wir können nicht verstehen, was dort geschehen ist. Für Worldwide Services arbeiteten die jungen Frauen im Krankenhaus von Saada. Am Freitag waren sie zusammen mit der deutschen Familie entführt worden. Die Gegend ist als gefährlich bekannt. Trotz der Todesfälle verteidigt der Sprecher der Hilfsorganisation die Entsendung von Helfern. Ja, die Umstände dort bleiben schwierig, aber die Arbeit ist wichtig und kommt bei der Bevölkerung gut an. Für die Angehörigen der 5-köpfigen Familie H. aus dem sächsischen Kreis Bautzen geht es jetzt darum, dass die Geiseln wohlbehalten zurück nach Deutschland kommen. Die jemenitische Regierung hat die Suche ausgeweitet. Wir setzen alles daran, die Geiseln zu finden, und zwar bevor ihnen irgendwelches Leid angetan wird. Immerhin spricht der Ingenieur aus Sachsen sehr gut Arabisch und er wohnt mit seiner Frau seit vielen Jahren im Jemen. Weiterhin tobt der Machtkampf im Iran. Auch heute gingen die Massenproteste gegen die Ergebnisse der Präsidentenwahl weiter. Über das Internet erreichen uns unter anderem diese Bilder. Demonstranten griffen demnach Sicherheitskräfte der Regierung an. Trotz Verbots haben Anhänger des unterlegenen Kandidaten Mousavi den 3. Tag in Folge in der Innenstadt von Teheran demonstriert. Berichte von Unruhen gibt es bislang nicht. Mousavi hat für morgen zu einer Großkundgebung aufgerufen, um der Demonstranten zu gedenken, die in den vergangenen Tagen ums Leben kamen. Die Spritpreise in Deutschland sind vielerorts so hoch wie nie zuvor in diesem Jahr. An Markentankstellen in den wichtigsten Städten kostet der Liter Super im Schnitt 1,38 Euro, teilte der ADAC mit. Dresden und Hannover seien besonders teuer. Der Automobilclub sprach von Abzocke, so wörtlich, in Reinkultur. Denn der aktuelle Ölpreis sei gar kein Argument für die hohen Benzinpreise. Die Pessimisten haben heute das Börsengeschehen bestimmt und den DAX klar ins Minus rutschen lassen. Dazu Franziska Schimpke vom Deutschen Anlegerfernsehen aus Frankfurt. Zu Tagesbeginn konnte sich der DAX noch ganz gut halten, aber zum Mittag hin ging ihm dann die Puste aus. Die positiven Impulse, die sind aktuell Mangelware. Ja, und es mehren sich die Stimmen, dass die Rallye, die wir hier seit März sehen, völlig überzogen ist. Das bedeutet, wir gehen hier auf eine Konsolidierungsbewegung zu und die Bären, die gelangen mal wieder richtig kräftig an Stärke. Von Stärke kann man bei der Aktie von K+S ganz und gar nicht reden. Man hat hier die Absatzentwicklung erneut reduziert. Auf dem Parkett heißt es, das hört sich nach einer Gewinnwarnung an. Die Aktie verliert kräftig. Außerdem die Zykliker heute unter Druck. Schaut man aber auf die positive Seite, auf die Gewinner, da sieht man vor allen Dingen die defensiven Werte. Aber man sieht auch eine Adidas-Aktie, die sich ganz gut behaupten konnte. Man möchte die Schulden reduzieren und das hört man auf dem Parkett ganz gerne.
Das hier hört man beim Sport nicht so gerne. Handball-Bundestrainer Heiner Brandt schließt einen vorzeitigen Rücktritt im Jahr 2012 nicht aus. Er müsse nach 40 Jahren im Handball nicht mehr an der Linie rumhampeln, so der 56-Jährige wörtlich im Interview mit Sportbild. Sein Vertrag läuft noch bis zur WM 2013. Brandt wurde zweimal Weltmeister, einmal als Spieler 1978 und dann als Trainer 2007. Lance Armstrong droht das Aus bei der Tour de France, und zwar nicht wegen Dopingvorwürfen, sondern weil sein Radrennstall Astana kurz vor der Pleite steht. Dem Team droht der sofortige Lizenzentzug. Dem kasachischen Management des Teams ist es nicht gelungen, die vom Weltverband UCI geforderten 6 Millionen Euro zu zahlen, mit denen der Rennbetrieb bis zum Saisonende gesichert werden sollte. Astana war ja bereits im Frühjahr mit den Gehaltszahlungen in Rückstand geraten. In den nächsten Tagen soll die unabhängige Lizenzkommission der UCI über das Schicksal Astanas endgültig entscheiden.